wo man eine große Fläche hat, über die man laufen muss, dass du da die Gegner, die Verteidiger einnebeln kannst, um eben Deckung zu haben, Sichtschutz. Support hat halt C4, kann auch begrenzt gegen Fahrzeuge eingesetzt werden. Man muss eben ziemlich nah ran. Und ansonsten ist er eben dafür da, um Munition zu verteilen. Also ist eher so ein. So eine Klasse, die man in einem abgestimmten Squad spielt. Es sei denn, man kommt eben auf eine bestimmte Waffengattung gut klar. Ja. Ich meine, momentan nach dem Patch spiele ich eigentlich nur noch Sturmsoldat, weil ich da einfach mit dem Sturmgewehren am besten klarkomme. Mit den LMGs kriege ich momentan nichts mehr gerissen. Auch wenn das Handling eigentlich nicht Mist. groß verändert wurde. Aber es ist irgendwie. Naja. Da will jemand teilen. Green Impact. Kennst du den? Ja, das ist der Janis von eben. Ach so. Ach so. Ach so, von eben. Ja, wir hatten davor schon mal Konversationen. Oder Markus hatte eine und ich war mehr oder weniger Gasthörer. anwesend. Er war Gasthörer. Ich hab nicht mitgesprochen, ich war auf Stumm, weil wir dazu sechst waren. Und das war mir ein bisschen zu viel. Ich habe da nur Ja, zugehört also und. es war wirklich sehr heftig. Ja, das muss man wirklich sagen. Es war sehr heftig, es war ungeordnet, es war laut und vor allem es war sehr vulgär. Und Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ihr Markus mal zufällig in der Konfi treffen solltet, er ist ein total anderer Mensch. Also. ja, kommt drauf an, eben wie spät es ist und ja, wie viele andere Leute Ja, noch in der stimmt. Konfi sind. Umso später es ist, umso niedriger ist der Hemmungsfaktor, ne? Ja, das ist generell so. Also je später es wird, desto brutaler wird es da einfach. Aber ich unterstelle einfach mal, dass es jedem da so geht. Ja, Da ist ja. jedem so. Ja. So, mit dem M249 geht es bei mir gerade wieder ganz gut. Auch wenn ich etwas defensiver spielen muss. Ja, das zu Waffen und so. Ich weiß nicht. Stell mal weitere Fragen, ich verliere sonst immer den Faden. Was ist deine Lieblingskarte? Hat jetzt zwar nichts irgendwie mit Tipps zu tun, aber. Meine Lieblingsfarbe, Nein, Karte! schwarz und rot. Genau, was ist deine Lieblingsfarbe? Was hast du heute zum Mittag gegessen? Das waren Pellkartoffeln und Bratwurst. Ah, okay. Wir hatten heute Hefeklöße. Warum, wa ich ziel warum ziehe ich neben den Gegner? Wer weiß. Okay, die Runde ist jetzt eh Vielleicht, vorbei. weil du dachtest, dass es Call of Duty ist. Oh, ist ja fies. Und ich bin schon wieder tot. Wo war denn der Gegner? Da hinten hockt da. Na gut, okay. Wollen wir die Karte nochmal wechseln oder eine andere Karte? Ja, Karte wechseln, eine andere Karte. Ja, es ist ja, glaube ich, jetzt sowieso Map Change, oder? Ich weiß nicht. Wir waren jetzt einmal Angreifer und Verteidiger auf der Map, also ja, mal schauen, ob gewechselt wird. Ich habe sogar noch eine ganz gute KD am Ende hingekriegt. Ah, ich finde es ein bisschen scheiße. Warum kann Battlefield nicht anzeigen, welche Karte als nächstes kommt? Das war in Bad Company sogar so. In Bad Company wurde dann sogar, während du noch die Stats und so und die Ergebnisse aus der letzten Runde gesehen hast, wurde schon die nächste Map im Hintergrund geladen, sodass du dann direkt beitreten konntest. Achso. Cool. So cool war das in Bad Company 2. Hä? Sag mal, warum kann ich deinen Ping nicht sehen? Ich sehe meinen Ping gerade auch nicht, ich weiß es. Er hat keinen Ping. Ich habe keinen Ping. Ich habe Ninja-Ping. Nee, Okay, es. scheint, als wäre das nochmal Operation Metro. Aber Eroberung. Eroberung diesmal, ja. Und es ist kein 64er-Server, das heißt, da könnte tatsächlich ein vernünftiges Spiel draus werden. Denn, Oh, was hattest du ja. da für eine KD? Du hattest da so eine Epic Traum-KD da einmal irgendwie. 131 zu 12 war meine KD da, genau. 131 zu 12. Alter, das muss deine KD auch ziemlich angehoben haben, wa? Na gut, obwohl so viel bewirkt es ja dann immer nicht. Nee, 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 bewegt sich ja bei der Gesamt-KD im Bereich von tausenden Kills zu tausenden Kills.
da macht das keinen Unterschied mehr. Und dieses scheiß Glas hier am Spawn will nicht kaputt gehen. Mit dem Messer, das ist furchtbar. Ja, ich habe da eben eine extrem geile Position gefunden für den M320 Granatwerfer. Und auf einem Metro 64er Server, Conquest, tummelt sich und staut sich eben alles an genau zwei Punkten, der Rolltreppe und dieser gewinkelten Treppe. Aber mir ist jetzt häufiger aufgefallen, dass auf Servern, auf denen ich Conquest Metro gespielt habe, da der M320 verboten wurde. Ja, macht ja auch Sinn, macht durchaus Sinn, aber ich finde es grundsätzlich What the fuck? Wie weit sind die denn schon? Ich finde es grundsätzlich scheiße, dass Waffen irgendwo verboten werden. Ich meine, wenn das im Spiel ist, dann sollte man es auch benutzen dürfen. Und, wobei es bei manchen Servern, bei manchen Map- und Server-Konfigurationen wirklich nötig ist, den M320 zu verbieten, beziehungsweise selbst Handgranaten zu verbieten. Ich war auf einem 64er Metro-Server, da waren Handgranaten und der M320 verboten und das gut funktioniert. Es war sehr ausgeglichen, man konnte sehr gut die anderen Waffen auch einsetzen und da hat es wirklich Sinn gemacht. Okay, das war mein Kill. Trotzdem gut gemacht. Da ist noch einer, noch einer. Oh, ich musste nachladen. Bist du auch down? Ja. Ah, oh, shit. Ja, manchmal erkenne ich noch nicht so ganz, wann ich lieber zur Pistole hätte wechseln sollen, aber naja. Okay. Oh, Green Impact ist bei uns im Spot. Gut, auf den kann man sich verlassen. Auch wenn er sich da verkämmt, was macht der denn da? Auf den kann man sich verlassen. Was macht der denn da? Ah, okay, der zieht sich eben die Rules rein. Also die Serverregeln. Da kannst du dann nachgucken, was so erlaubt ist und so. Einfach Ausrufezeichen Rules eingeben. In die Konsole, beziehungsweise in den Chat. Verdammt, das wird jetzt knapp. Shit. Ich habe noch zweimal Hilfe bei Kill gekriegt, da müssen die eigentlich down sein. Ja, wurde revived. Sehr geil. Ja, Gangschein. Ach, jetzt habe ich die Konsole geöffnet. Verdammt. Konsole schließen. Also ich muss sagen, die AIK ist eigentlich richtig cool. Ja, die AIK ist auch richtig cool. Mist. Verdammt. Ja, ist. hat eben eine Feuerrate von 900 Rounds per Minute. Wodurch das Magazin recht schnell leer ist. Aber im Nahkampf wäre tödlicher. Hast du eine Lieblingsklasse? Eine Lieblingsklasse, ja, der Sturmsoldat. Okay. Weil er sich heilen kann, weil es auch in Bad Company 2 meine Lieblingsklasse war und weil ich, wie gesagt, nach dem Patch hauptsächlich nur noch mit den Sturmgewehren umgehen kann. Achso. Spielst du Team Fortress 2? Nein. Nein. Ich hab's auf der Festplatte, aber ich spiel's nicht. Ach, der stirbt nicht. What the fuck, wie viele sind denn da drinne? Die USAs, aber die USAs ist so eine Kackwaffe. Ja, wobei, die kommt ja richtig selten vor, seit dem Patch. Da wurde die ja mehr oder weniger genervt. Wobei ich irgendwie mit den Shotguns seit dem Patch auch nicht mehr umgehen kann. Ne, ohne Spaß. Also das Einzige, was da noch geht, ist die 870, also die Einschusspumpe. Ja, die geht und ja, das war's an sich. Kann ich auch nur wirklich im Team Deathmatch spielen. Ich glaube, sie drängen uns gerade ein bisschen zurück hier, oder? Tun sie. Ich hätte gerade einen Glitcher schön töten können. Hab leider verkackt. Och Mann, der hätte tot sein müssen. Oh, das regt mich immer. Ich weiß auch nicht, wie das irgendwie spielmechanisch zu erklären ist. Weißt du, wenn du ein ganzes Magazin in die Leute reinballerst, mindestens 6 Hitmarker kriegst.
und die Leute einfach nicht sterben. Ja, genauso wie wenn jemand in Deckung hockt, ja, es guckt nur noch der Kopf raus, du schießt auf den, kriegst Hitmarker und weil eben nur der Kopf rausragt, ist ja folglich das einzige Körperteil, was du treffen kannst. Aber du kriegst trotzdem keinen Headshot angerechnet und die Leute überleben auch. Das finde ich alles etwas sehr bescheiden. Und dass ich die ganze Zeit nur Assists kriege, anstatt vernünftige Kills. Und dass ich immer wieder vom M240 Bravo umgelegt werde. Mensch, ich treffe mit der Waffe nichts. Wieso können andere damit was treffen? Wenn ich damit nichts treffen kann, dann dürfen die anderen das auch nicht. What the fuck? Nein! Oh, Mann! Oh, Granate! Granate! Irgendwie, ich habe das Gefühl, die Hälfte unseres Teams ist wieder AFK, ja? Weil so wie die ganze Zeit durch unsere Linien brechen. Das darf einfach nicht sein. Genauso wie die Aktion mit der PKP.